Zum Intro habe ich hier ein paar Töne gespielt auf diesem wundervollen California von Sandberg. Die Californias kennt man ja vor allen Dingen als Jazzbässe, aber jetzt hier in dem Fall ist das ein Prezi mit so einer wunderschönen Stained-Lackierung. Das heißt, ihr könnt da so ein bisschen die Maserung auch fühlen im Holz. Der Bass ist total leicht und ist super eingestellt und klingt absolut phänomenal. Also das ist die California-Serie. Die könnt ihr natürlich hier beim Six & Four in Sulzbach antesten. Aber ganz neu eingetroffen ist jetzt auch hier die Zentrum-Serie von Sandberg. Die gibt es als 4- und 5-Sider und nach eurer Wahl auch mit einem hellen Griffbrett oder also Rosewood oder Maple. Und das ist ein aktiver Bass und ein bisschen Stingray-mäßig. Die werde ich gleich auch mal noch ein bisschen für euch in die Hand nehmen. Ja, ich bin jetzt hier heute an einem Samstag und da ist wirklich viel gekauft worden. Ich habe eben mit dem Heiko gesprochen. Ein paar klassische Jazzbässe, gute Fender sind heute verkauft worden. Die gibt es natürlich hier auch. Hier zum Beispiel ein schöner Jazzbass. Dann auch mal was ein bisschen Außergewöhnliches hier. Thunderbirds. Hier ein Epiphone. Gibt es einen SG-Bass. Und auch an die Lefties wird natürlich hier gedacht. Und richtig geil, habe ich eben die ersten Takte drüber gespielt. Hier der neue Markbass. Das ist die neue super leichte Serie. 14,3 Kilo hat man hier bei einem kompakten Combo. Die Amps sind auch nachhaltig produziert, das heißt mit dem Kunststoff, der recycelt ist und Gott, wer will das schon wegwerfen, so tolles Equipment, aber selbst wenn ihr das machen würdet, das wäre also nicht umweltschädlich. Auch ganz neu hier der Blackline Little Markhead da drin, der hat richtig Leistung. Man sieht hier die traditionell bei Markbass zu findende VLE und VPF-Regelung. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen die Mitten scoopen, um instantmäßig hier mit dem Dreh von einem Potty einen Slap-Sound zu bekommen. Und ihr könnt das Ganze auch so ein bisschen Vintage-mäßig machen, weil der Grundcharakter der Markbass-Amps ist halt, ja, der ist schon modern und flat. Und hier könnt ihr das Ganze mit Dreh von einem Potty quasi auf eure Wünsche anpassen. Dann hat man hier die traditionelle Serie von Markbass auch. Die sind natürlich auch total klasse. Die kennt man, da ist der Little Mark 250 drin, aber auch jetzt hier schon Blackline. Und das sind die Bestseller. Das ist kompakt, das ist leicht, das klingt fantastisch, auch mit Kontrabass. Und was ihr auch findet, sind natürlich einzelne Lautsprecher. 210er hier aus der traditionellen Serie und auch ein geiler neuer Reitmar 752 von IBS, den ich unbedingt mal antesten will. Ja, also wie gesagt, heute erster Look sozusagen, denn ich werde jetzt öfters hier sein und für euch dann mal so ein paar Sachen testen. Und es kommen immer auch neue Sachen rein. Also ja, ich würde sagen... absoluter Knallerbass. Und jetzt teste ich mal noch schnell den 5-Seiter.